Ja, ein spannendes Thema, die Rolle der Frau aus biblischer Sicht. Ich habe nicht den Ehrgeiz, in 30 oder 35 Minuten dieses Thema allumfassend, alle Facetten abdeckend zu erklären. Spätestens wenn ich heute zu Hause bin, am Mittagstisch, gibt es ja eine Nachlese und dann lebt dieses Thema auch weiter. Also diesen Anspruch habe ich nicht, aber meine Hoffnung ist, dass ich einen Anstoß geben kann. Hoffentlich bin ich nicht ein Anstoß. Hoffentlich gebe ich nur einen Anstoß zu diesem Thema. Ich möchte zwei Leitfragen dazu stellen dürfen, die ein Stück durch dieses Thema führen. Erstens, wer hat in der christlichen Ehe die Hosen an? Und zweitens, gibt es in der christlichen Kirche Chefinnen? Also nicht nur Chefs, sondern weibliche Chefs, Chefinnen. Nun, wir können an die Beantwortung dieser Frage auf zweierlei Weise eingehen. Erstens, wir schauen, was ist in unserer heutigen Gesellschaft mehrheitsfähig und kommen von der Seite dran, um diese Frage zu beantworten, was ist eigentlich die Rolle der Frau aus Gottes Sicht. Eine zweite Möglichkeit ist, in die Bibel zu schauen, was sagt denn die Bibel zu dem Bild, das Gott über die Frau hat. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, das zu tun. Das eine ist, ich gehe mit einer vorgefertigten Meinung an die Bibel dran und suche wie ein Detektiv nach Bibelstellen, die meine persönliche Überzeugung, Überzeugung bestätigen und übergehe geflissentlich die Stellen, die mein Bild ins Wanken bringen, nach dem Motto Bibabo, Bibel, Bastelbogen. Ja, mein Anspruch als Pastor als Theologe muss natürlich der sein, ein breites Spektrum an Bibelstellen genau zu betrachten, auf den Tisch zu legen, das ganze Wort Gottes zu Wort kommen zu lassen und dann zu schauen, welches Bild sich daraus ergibt. Das ist mein Anspruch, an diese Frage heranzugehen. Und dabei ist mir bewusst, dass wenn wir verschiedene Bibelverse uns anschauen und einen roten Faden suchen, dass wir durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Vielleicht kommst du zu einem anderen Ergebnis, als ich komme, wenn ich die Summe der Bibelverse mir anschaue. Und das habe ich zu respektieren an dieser Stelle und möchte aber auch sehr herzlich dazu einladen, einladen, im Anschluss an die Predigt an mich Fragen zu stellen. Und in jedem Fall möchte ich dich einladen, dir eine Meinung dazu zu bilden. Das, was ich sage, ist die Schlussfolgerung, die ich hier aus, aus der Summe der Bibelferse und den versuchen hier eine Verbindung zu finden. Ich fange einmal an mit einem Stoß Bibelverse, die ich so auf den Tisch lege und dann schauen wir, was draus wird. 1. Mose 2, Vers 18. Der Zusammenhang ist die Schöpfungsgeschichte und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und 1 Mose 3, Vers 16 lese ich als zweite Bibelstelle dazu, lege sie auf den Tisch. Es geht hier um Gottes Antwort auf den Sündenfall von Adam und Eva und hier auch aus der Schlachterübersetzung. Und zur Frau sprach er nämlich Gott, ich will, dir Mühen deiner, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und als dritte Bibelstelle 1. Timotheus 2, Vers 11 folgende: Aus einem Brief von Paulus an den jungen Pastor und Gemeindeleiter Timotheus, der dabei ist, in der neu gegründeten Gemeinde eine Ordnung aufzustellen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung: Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Nun, drei Stellen aus der Bibel, zwei aus dem Alten Testament, eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und wenn wir einmal diese drei Bibelverse uns anschauen, könnte man sagen, das Bild, das sich daraus formt, was wir hier in der Bibel sehen, ist, der Mann ist frei, selbst zu entscheiden. Der Mann ist frei, Anweisungen zu geben in der Familie, in der Ehe und in der Gemeinde auch Leitungsposition einzunehmen. Das ist die Freiheit, die Berufung des Mannes. Die Frau auf der anderen Seite, so können diese Bibelverse gedeutet werden, die Frau auf der anderen Seite hat ihre Berufung als treue Assistentin in der Gemeinde, als hingegebene Hauswirtschafterin in der Familie und als die ideale Befehlsempfängerin. Ja, also ich muss sagen, äh, bei mir zu Hause, nun nach 28 Jahren Ehe, funktioniert alles ganz prima, bis auf das Thema Befehlsempfängerin. Also da, ähm, ich will nicht sagen, dass wir da noch am Üben sind, aber nun ja, also da würde ich sagen, sind wir noch nicht so ganz angekommen. <laughs> ja. Das Bild der Frau, eine Person die in der Gemeinde die höchste Entfaltungsmöglichkeit darin findet, dass sie Assistenz ist, ist es das, was die Bibel sagen möchte. Das Bild der Frau ist es eine Person, die in der Familie eine treue Weisungsbefugte des Herrn im Hause ist. Also bei Familie Fitzer zum Beispiel des Herrn Markus Fitzer. Das scheint aber nicht so ganz leicht überein sich übereinbringen zu lassen, übereinzubringen damit, dass wir auch ein anderes Bild in der Bibel finden, wie Gott die Frau sieht. Nun, in der Predigt vom 14. März dieses Jahres zum Beispiel habe ich einige Frauen als Beispiel gebracht, die in der Bibel als Führungspositionen hier geschildert werden. Zum Beispiel zur Zeit kurz vor der ersten Monarchie in Israel. Eine Präsidentin, Deborah, die das Volk angeführt hat, sogar auch in Kriege hineingeführt hat. Eine Frau. Oder am Beginn der Kirchengeschichte eine Apostelin. Eine Frau, Apostel, weiß gar nicht, wie man es nennt, Apostelin. Äh, Junia, also eine Frau, die die Berufung einer, eines Apostels hatte. Oder nehmen wir das Missionsepaar Aquila und Priska. Die den Apostel Paulus begleitet und beraten haben, so eine Art Mentor vielleicht auch waren. So wie wir die Begebenheiten da lesen, kann man das nicht anders wahrnehmen, als dass dieses Ehepaar auf Augenhöhe zueinander Paulus hier beraten hat. Und kein Hierarchiegefälle jetzt zwischen Aquila und Priska wahrzunehmen ist. Oder auch das Miteinander der Jünger und der Frauen oder der Jüngerinnen, nämlich durchaus wahr als ein harmonisches Miteinander auf Augenhöhe. Das scheint ja nun ein sehr deutlicher Widerspruch zu sein dazu, wenn wir hier in diesen Versen den Eindruck gewinnen, die Frau ist letztlich eine Person mit einem ganz klar begrenzten Potenzial, über das dann der Mann aber mit Leichtigkeit hinauskommen kann. Frau und Mann auf Augenhöhe oder nicht? Wir leben im 21. Jahrhundert in Deutschland, würde ich sagen, doch weitgehend in einem freien Land. Jeder kann sehr viel tun, was er mag oder sie mag oder nicht mag. Wenn ich zum Beispiel zur Beerdigung eines ranghohen Politikers eingeladen wäre, dann wäre ich doch im 21. Jahrhundert frei mich so anzuziehen, wie ich das gerne möchte. Zum Beispiel in Bermuda Shorts und Hawaiihemd, die ersten drei Knöpfe offen, ohne Unterhemd. Ein Anglerhut, eine Sonnenbrille, die sich spiegelt und natürlich Sandalen mit Tennissocken, vielleicht noch ein kleiner Rucksack. Ich wäre doch frei das zu tun auf der Beerdigung eines ranghohen Politikers, wenn ich eingeladen wäre. Ich kenne kein Gebot, das das verbieten würde. Aber ich glaube, wenn sie uns schnell einig, besonders klug wäre das nicht. Zumal wenn ich vielleicht die Hoffnung hätte, auf der Beerdigung durch Smalltalk den Kontakt zu dem einen oder anderen Lokalpolitiker aufzunehmen, es wäre vermutlich nicht besonders klug, in diesem Aufzug zu der Beerdigung zu gehen. Was lehrt uns dieses blöde Beispiel? Es gibt kulturelle Gepfle Gepflogenheiten, die sind einfach so. Und da ist man klug beraten, sich in diese kulturellen Begebenheiten einzufügen, wenn man ein Teil dieser Kultur sein möchte. Um andere nicht zu irritieren, zum Beispiel. Und so würde ich und werde selbstverständlich aus Respekt vor dieser Kultur einen dunklen Anzug tragen und damit zur Beerdigung gehen und eben nicht im Hawaii-Hemd. Zur Zeit der Gemeindegründung im ersten Jahrhundert. War es kulturell üblich, zum Beispiel, dass eine Frau ein Kopftuch trägt? Das war so. Da hat man nicht drüber diskutiert, so wie man bei der Beerdigung in die Einladung auch nicht reinschreibt: bitte nicht im Hawaii-Hemd kommen, nicht in Sandalen mit Tennissocken, sondern im dunklen Anzug. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist so. Und zur Zeit der Gemeindegründung wäre es respektlos gewesen, wenn eine Frau, ob in der Gemeinde oder außerhalb, ohne Kopftuch, Kopftuch herumgelaufen wäre, wie ich in Bermuda Shorts auf der Beerdigung. Viele Bibelausleger sind sich einig, dass das Kopftuch in der damaligen Zeit ein Must-Have, ein absolutes Muss war. Und das Ablegen des Kopftuches in der Gemeinde zum Beispiel, wir sind jetzt frei im Herrn, dass die Frauen sagen, wir brauchen dieses Kopftuch nicht, das hätte Irritationen in der Gesellschaft im Mainstream ausgelöst. Und es hätte vielleicht auch Leute abgeschreckt, Christ zu werden, weil Leute sagen, da gehe ich nicht hin, die sind ganz komisch, das ist ganz respektlos, da laufen die Frauen ohne Kopftuch rum. Es gibt auch heute im 21. Jahrhundert Kirchen, in denen das Tragen des Kopftuches Pflicht ist, wo Wert darauf gelegt wird und der Herr segne diese Kirche, diese Gemeinde, wenn ihnen das sehr wichtig ist. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Kopftuch in der heutigen Gesellschaft im 21. Jahrhundert in Deutschland, in Euskirchen, kein Must-Have ist. Du darfst es tragen als Frau, auch als Mann, wenn du magst, kannst du ein Kopftuch tragen. Aber es irritiert nicht, wenn du ohne Kopftuch durch die Stadt läufst, denke ich. Wenn meine Frau und ich uns entscheiden würden, als Missionsehepaar vielleicht in ein muslimisches Land wie die Türkei zu gehen, wo das Kopftuch üblich ist, dann bin ich vor Gott nicht verpflichtet, als Frau ein Kopftuch zu tragen. Aber wenn ich die Herzen der Menschen gewinnen will in dem Land, kann es sehr klug sein, freiwillig ein Kopftuch zu tragen, um eine Brücke zu bauen zu den Herzen der Menschen vor Ort. Kulturelle Gegebenheiten können ein wichtiger Punkt sein, um manche Versen der Bibel zu verstehen. Ich nehme ein Beis zweites Beispiel Kultur und komme damit dem Kern der Frage etwas näher: Rolle der Frau. In der jüdischen und in der griechischen Tradition, beides Traditionen, die im ersten Jahrhundert sehr prägend für die Gemeinde waren, in beiden Traditionen galt das Patriarchat. Also, das heißt, der Mann hat das Sagen und die Frau ist schön untertan. Das war so. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Es war aber so. Es war ein Teil der Kultur. Paulus wiederum zeigt an verschiedenen Stellen das Bild, dass Mann und Frau auf Augenhöhe sind. Ich gebe ein Beispiel, Galater 3, Vers 28. Ich nehme die neue Genfer Übersetzung. Und Paulus sagt hier ist: Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, sagt Paulus. Denn. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Nun, in einer männerdominierten Gesellschaft sind diese Verse Zündstoff und haben das Potenzial, Gemeinden zu spalten. Ja, wie jetzt, deine Frau kann ja auch mitreden oder was, das kommt ja gar nicht. Natürlich, die Frau ist doch, nein, das kann nicht sein, das war noch nie so, das war schon immer so. So, es hat das Potenzial, Gemeinden zu spalten und auch in der Gesellschaft zu polarisieren. Die Gemeinde Gottes hatte und hat auch heute den Auftrag zum Frieden beizutragen. Hoffentlich nicht nur um des lieben Friedens willen, aber sie hat den Auftrag zur Versöhnung, zum Frieden und nicht zum gegenseitigen Hass und sich aneinander auflehnen aufzurufen, sondern zum Frieden. Und sie hat den Auftrag Menschen zu helfen, eine erfüllende Beziehung mit Gott zu finden. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau war damals alles andere als gesellschaftlicher Mainstream. Manchmal wissen wir gar nicht, wie gut wir es heute im 21. Jahrhundert haben. Es war nicht Mainstream, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und eine Auslegung, die wir sehen, wenn wir diese erstgenannten Verse hören, die Frau schweige in der Gemeinde. Eine Auslegung ist, dass Paulus die Aufwertung der Frau nicht mit der Brechstange in der Gemeinde einführen wollte, sondern dass sie die Menschen, die Leute in der damaligen Zeit bei ihrer Haltung Männer dominieren, bei ihrer Haltung erst einmal abholen und sie gewinnen für eine Aufwertung und für ein auf Augenhöhe sein mit der Frau sie dazu gewinnen wollte. In kleinen Schritten. Keine Revolution, kein Riesenknall und Krach, sondern Frieden. Ich finde, ein gutes Beispiel ist hier 1. Korinther 11, Vers 3 und folgende. Ich will aber, sagt Paulus, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. So, das ist der Brückenschlag, so deute ich das zu den Männern hin. Und die Männer sagen: Yes, gut gesagt, Paulus, weiter so. Das ist balsam auf die Seele der Männer dominierten Gesellschaft. Der Mann ist ja nicht um der Frau willen gesch geschaffen worden, sondern die Frau um des Mannes willen. Yes. Und dann geht er aber weiter und schlägt eine Brücke und holt sie ab und bringt Bewegung ins Spiel. Doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Ui, da fangen aber die Männer an zu schlucken. Ja, wie, Moment, Moment, Moment. Das klang aber eben noch viel angenehmer. Sagt Paulus, nein, nein, Jungs, wir müssen hier einen Schritt weiter gehen. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. So, also ich stelle mir vor, in einer jüdischen Kneipe am Tresen sagt ein Mann zum anderen, ja, wir waren eigentlich zuerst, Der waren doch die Frau, ne? der Chef vorher ja, ist ja wohl klar, der Mann, ne? Also Mann auch viel wichtiger, ist auch klar. Und dann sagt Paulus, also Jungs, zuerst der Mann, dann die Frau. Denkt doch mal ein bisschen weiter. Wenn die Frau einmal ein Kind bekommt und das ist ein Sohn, dann ist ja zuerst die Frau und dann der Mann. Also, Ja, die Sache mit der Henne und dem Ei. Ja, Moment. Also in der Logik, Jungs, wenn ihr sagt, wer zuerst ist, hat mehr das Sagen, dann hat doch ab der zweiten Generation durchaus auch schon mal die Frau das Sagen, weil sie ist vor dem Mann, vor dem Sohn. Ach so. Ja, da hat ja auch wieder recht. Ich gebe ein weiteres Beispiel: Epheser 5, Abfest 22. Ihr Frauen. Ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet, wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Auch hier wieder, der Chor der Männer, yes, preach it, sag's weiter. Und dann sagt er, Jungs, ich bin noch nicht ganz fertig, noch eine Kleinigkeit. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Also als Mann für seine Frau hingeben, nicht Big Boss, nicht der Big Mac. Und dann klingt der Eingangsvers 21, den man schnell durchaus auch überhören kann oder will, nochmal etwas farbiger, etwas deutlicher, nämlich Paulus fängt zu so an, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander einander unterordnen. Paulus greift jetzt das auf, was Jesus gesagt hat, wer groß sein will, wer der Herr sein will, der soll dienen, der soll den unteren Weg gehen. Der soll sich unterordnen. Wer groß sein will, soll sich unterordnen. Ich fasse soweit zusammen. Das Rollenbild, der Mann ist Chef, die Frau ist Befehlsempfängerin, ist tief verwurzelt in der jüdischen und in der griechischen Kultur, also in den Kulturen, die damals prägend in der ersten Gemeindezeit waren. Jesus schlägt eine Bresche für den Wert der Frauen und Paulus greift das auf, nämlich, die Frau auf Augenhöhe mit dem Mann. Und das Anliegen der Gemeindegründer zu der damaligen Zeit war, eine Spaltung in der Gemeinde zu vermeiden. Und das Risiko war sehr hoch, dass die Frauen sagen, boah, endlich kommen wir hier mal raus, endlich werden wir auch mal wahrgenommen. Jetzt wollen wir es ihnen aber zeigen. Und die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, ja Milliarden. Jetzt wollen wir es den Männern aber heimzahlen. Nein, eine Spaltung galt es zu vermeiden, ein, ein Hass, ein Kampf der Geschlechter galt es zu vermeiden und es galt auch die Gesellschaft relevant zu erreichen. Da verstehen wir heute vielleicht etwas ganz anderes darunter, aber damals hieß es, relevant zu sein in der Gesellschaft heißt erst einmal zu akzeptieren, dass der Mann die Hosen anhat und das Sagen hat. Eine Aufwertung der Frau, das Bild, das wir auch in der Bibel sehen, gewinnend, in kleinen Schritten und mit viel Geduld. Jetzt könnten manche vielleicht sagen, naja, aber die Herrschaft des Mannes ist ja eigentlich schon in der Schöpfungsordnung verortet. Nun schauen wir uns noch einmal 1. Mose 2, Vers 18 an, Schöpfungsgeschichte, ich lese aus Schlachter, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und 3, Vers 16, Gottes Antwort auf den Sündenfall. Zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Das hebräische Wort für Hilfe, Gehilfin: Esa, Eza. Eben Eza kommt zum Beispiel daher: Esa. Hier auf die Frau bezogen: eine Hilfe, eine Gehilfin wird nicht nur durchgehend in der Bibel auf Frauen bezogen, sondern dieses Wort wird an manchen Stellen sogar auf Gott selbst bezogen. Ja, wir finden im Psalm 118 Vers 7, ich lese aus der Menge Übersetzungen, tritt der Herr für mich zu meiner Hilfe ein. Gott ist meine Hilfe. So werde ich siegreich jubeln über meine Feinde. Gott ist mein ESA, EZA, Gott ist meine Hilfe. Also, wenn 1. Mose 2, Vers 18, die Frau ist eine Hilfe, eine Gehilfin. Wenn ich das so übersetze, die Frau ist ja, das ist meine kleine Hilfe. Ach ja, hier, äh, ich bin hier der Chef und das hier, da hinten da, äh, Aschenputtel, ja, das ist meine Frau, das ist meine die ist ganz fleißig. Also, was die alles kann, Spülmaschine, kochen, und Kinder und, und wenn ich müde bin und kraut mir den Rücken und so weiter. Das ist so, meine Frau. Wenn ich das so übersetze und wahrnehme, dann bekomme ich aber ein Problem, wenn Gott sagt, ich bin auch eine Hilfe. Weil Gott ist ganz bestimmt nicht mein Aschenputtel oder mein kleines Helferlein. Nein, da muss etwas anderes gemeint sein. Die Frau ist eine Hilfe. Nein, ich glaube, die Frau ist mein Gegenüber. Sie hilft mir. Sie gleicht das aus, was ich nicht kann. Ich kann zum Beispiel wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, nicht den kürzesten Weg finden. Ich habe das Talent, immer umständlich zu fahren. Immer länger. Und meine Frau ist mir eine Gehilfe. Sie sagt, fahr doch hier lang, das ist doch viel schneller. Und da denke ich, eigentlich hat sie recht. Ich könnte darauf verzichten. Aber eigentlich hat sie recht. Sie ergänzt mich. Und es gibt manche andere Dinge, wo sie mich ergänzt. Zum Beispiel letztes Jahr hat sie gesagt, Markus, so es nicht weiter. Wir brauchen einen neuen Boden im Esszimmer. Das ist peinlich. Wir können so keine Gäste mehr einladen. Und ich, ja oh, wieso? Ist doch alles super, ist doch alles in Ordnung. Und dann lasse ich mich darauf ein und dann kommen wir ins Gespräch und dann bringe ich auch Ideen mit ein und dann sagt ich, ja mein Bruder und der kann doch hier mit anpacken und das ist doch gar nicht so kompliziert. Komm, stell dich nicht so an. Hat sie jetzt nicht gesagt. Ich lasse mich darauf ein und am Ende denke ich. Sie hat recht gehabt, das war gut. Meine Frau ist mir ein Gegenüber an Punkten, wo ich manchmal etwas länger brauche. Ich bin wie ein Dieselmotor. Ich brauche etwas länger, bis ich warm werde und laufe. Und wenn ich dann laufe, dann, dann laufe ich wie ein Dieselmotor. Und da habe ich meine Frau, die mich ergänzt, auf Augenhöhe. Meine Frau ist mir eine Gehilfin, eine Hilfe. Und sie hilft mir auch in meinem Charakter. Hoffentlich sieht man das auch zu wachsen, weiterzukommen. Ich glaube, es gelingt ein Stück weit auch. Und ich denke, es ist auch ein Stück umgekehrt, dass ich ihr eine Hilfe bin. Der Mann herrsche über die Frau. Hm. Zur Frau Sprache: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Also in vielen Familien wird es wahrscheinlich so sein, dass die Frau ihren Mann anbetet und er einfach nur Anweisungen gibt und sie dann schon die Wünsche von den Lippen abliest. Ja, ist mir bisher nicht so gelungen. Meine Frage ist, ist der Ausspruch Gottes, der Mann wird über die Frau herrschen, ist das eine Anweisung, ein Ideal, der Mann soll über die Frau herrschen, dann ist es gut, der Rasen soll gemäht sein. Das Ei soll nicht zu hart gekocht werden, der Mann soll herrschen. Ist das eine Anweisung, ein Ideal, wie das in der Ehe sein sollte? Man herrscht, Frau Befehlsempfängerin, oder ist der Ausspruch Gottes zu verstehen als ein Fluch, eine Konsequenz aus dem Sündenfall? Das ist ja ein Unterschied. Der Mann soll über die Frau herrschen, das ist super, oder ab jetzt soll der Mann über die Frau herrschen, weil der Sündenfall diese Konsequenz bringt. Ich glaube, das Zweite ist der Fall. Ich glaube, dass die Herrschaft des Mannes über die Frau eine Konsequenz aus dem Sündenfall ist. Und ich möchte es begründen. Lese dazu den Kontext. 1. Mose 3, Vers 16 folgende. Zur Frau sprach er, ich will dir viel mühsam schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück? Nun, der Mann soll über dich herrschen, Dornen und Disteln soll dir dem Mann der Acker tragen. Wenn ich mal diese zwei Halbverse rausnehme. Also, wenn das Mensch, Männer, wenn Männerherrschaft als das Ideal ist, Gott sagt, so ist das. der Mann soll herrschen und nicht Folge des Sündenfalls. Dann finde ich, wäre es auch nur logisch, dass Dorn und Disteln ein Ideal sind. Und nicht Folge der Vertreibung aus dem Paradies. Also dann würde es bedeuten, wenn ich keine Disteln habe, bin ich nicht im Willen Gottes. Dorn und Disteln soll er tragen. Ja, da muss ich da wirklich gucken, dass ich Dorn und Disteln habe. Ich habe gar keine Dorn und Disteln. Uh, muss ich noch schnell welche aussehen. Abgesehen davon, dass man etwas gegen Dorn und Disteln tun kann, das kann ja nicht damit gemeint sein. Ich gebe eine zweite Begründung. Der Sündenfall hat dazu geführt, dass Mann und Frau sich gegenseitig Vorwürfe machen. Du bist schuld. Jetzt bist du schuld, dass wir aus dem Paradies raus sind. Nein, ich bin nicht schuld. Du, du hast nein du, nein, du, nein, du, nein, du, nein, du. Der Drang, Recht zu haben. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Ein Leitspruch in der Ehe. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Der Drang, Recht zu haben, den anderen zu dominieren. Ich sage dir, was richtig ist. Kommt aus dem Sündenfall, wo die unschuldige Liebe auf Augenhöhe zerstört worden ist im Sündenfall. Oder glauben wir allen Ernstes, dass Eva vor dem Sündenfall ihrem Mann hinterher dackelte? Mein lieber Herr, darf ich dir jetzt eine Gurke pflücken? Mein lieber Herr, darf ich dir jetzt vielleicht eine Kuh melken? Ach, ich glaube, das hat man damals noch nicht gemacht. Kann ich dir diese Banane holen? Ich glaube es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass im Himmel eine Loge für Männer und Holzbänke für Frauen geben wird. Ich glaube, das Ideal Gottes ist Wertschätzung auf Augenhöhe. Auch wenn das erst vollkommen im Himmel wahrscheinlich gelingen wird und wir auf der Erde da immer noch dran üben. Manchmal dominieren die Männer und manchmal dominieren die Frauen. Das gibt es übrigens auch. Die eine oder andere Frauenquote kann, ich sage nicht jede Frauenquote tut es, aber vielleicht trägt die eine oder andere Frauenquote zu neuer Ungerechtigkeit bei, weil die heutigen Männer das ausbaden müssen, was vor oder hunderten von Jahren falsch gemacht worden ist auf der anderen Seite. Und neue Ungerechtigkeit, neue Dominanz kann einkehren. Ich fasse soweit zusammen. Ich glaube, die Herrschaft des Mannes über die Frau ist keine Idealanweisung Gottes. So soll es sein. Sie ist Folge des Sündenfalls. Und ich glaube, als Christen, als Gemeinde haben wir die Chance, dem Ursprungs... Zustand, den Gott sich gedacht hat, zumindest etwas näher zu kommen. Ich komme zu einem weiteren und damit vorletzten Punkt. Universalprinzip oder Einzelanweisung nenne ich mal die Überschrift. Universalanweisung oder Einzelanweisung. 1 Timotheus 2, Vers 11 bis 15. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Universalprinzip oder Einzelanweisung. Ich möchte einen anderen Text erst einmal lesen, weil ich glaube, dass der Schlüssel... Universalanweisung oder Einzelanweisung an einem anderen Text deutlicher hervorkommt als an dieser Stelle, die ich gerade gelesen habe. Auch Timotheus' Brief. Kapitel 4, Vers 9 folgende. Da schreibt Paulus, Nun bitte ich dich, Antimotheus, komm doch so schnell wie möglich zu mir. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Kreszenz ist in Galatien und Titus in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Wenn du kommst, bring Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bring mir aus Troas meinen Mantel mit, den ich bei Carpus zurückgelassen habe, ebenso die Bücher, vor allem aber die Pergamentrollen. Der Schmied Alexander hat mir viel Böses angetan. Er wird davor vom Herrn die Strafe erhalten, die er verdient hat. Achtung, ich werde ironisch. Mir wurde schon mal gesagt, Markus, wenn du ironisch sprichst, dann merken das Leute nicht immer. Achtung, Aufnahme, jetzt kommt ironisch. Ich finde es komisch. Ich habe noch keinen Bibellehrer, Bibelleser kennengelernt, der gesagt hat, jeder Christ muss einmal im Leben nach Troas fahren, um einen Mantel zu holen. Kenne ich keinen. Es gibt ja Religionen, die sagen, du musst einmal im Leben nach Mekka fahren. So könnte man doch auch die Bibel verstehen. Jeder Christ muss einmal im Leben nach Troas fahren und einen Mantel holen. Macht keiner. Oder ich habe auch noch, Achtung, auch noch ironisch, äh, ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat: Auf jede Reise, die du machst, ob du in Urlaub fährst, also sobald du die Stadt verlässt oder in den Kreis, musst du Markus mitnehmen. Also mich zum Beispiel. Mich hat doch keiner gefragt: Markus, kommst du mit? Ich muss eine Reise machen. Ah ja, du hast die Bibel gelesen. Ja klar, ich komme mit. Denn es steht ja, wenn du kommst, bring Markus mit. Macht keiner. Komisch. Achtung, war ironisch. Der Schlüssel, jetzt ist Ironie vorbei, wird hier, denke ich, deutlich an dieser Stelle. Es gibt Bibelstellen, die haben einen ganz konkreten historischen Anlass, die haben einen ganz konkreten Bezug. Hier zum Beispiel hat Paulus im Jahr 60, denke ich, ungefähr, seinen Mantel in Troas vergessen. Hanisch vergessen. Und er schreibt Timotheus. Timotheus sei so lieb, bring den mit. Der hängt da an der Garderobe. Wenn du zur Tür reinkommst, rechts. Das ist der Schirmständer und da hängt mein Mantel. Bring den bitte mit. Also das heißt, nicht alle Bibelverse gelten allen Menschen zu allen Zeiten. Zum Beispiel das mit dem Mantel in Troas gilt eher nicht allen Menschen zu allen Zeiten. Vielleicht das Prinzip dahinter. Zum Beispiel, es ist Liebe und auch Wertschätzung. Auch kleine Gefälligkeiten für jemanden zu erledigen. Vielleicht. Oder vor Gott sind einzelne Menschen auch wichtig. Nicht nur die großen Strategien. Hier werden ja verschiedene Namen genannt. Hier steht zum Beispiel: Wenn du kommst, bring Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Interessanter Hinweis für Bibelleser, die auch ein bisschen rechts und links lesen, werden sich erinnern: Mensch, nochmal, der Paulus hat sich doch mit dem Markus mal verkracht. Er haben mal richtig Zoff gehabt. Dann haben die gesagt, so, du gehst hier hin, ich gehe dahin. Mit uns klappt das nicht. Wir können nicht zusammenarbeiten. Sollte es ja auch in Gemeinden geben. Wir können nicht zusammenarbeiten. Ich bin cool, du bist cool, aber zusammen kriegen wir das nicht hin. Jeder muss Chef sein. Und äh, tja, ist Paulus auch mal passiert. Aber wir sehen hier, offensichtlich hat es eine Versöhnung gegeben, dass er sagt, bring Markus mit. Er kann mir eine gute Hilfe sein. So, vielleicht ist das die Aussage. Aber ansonsten das mit dem Mantel in Troas holen, eher nicht. Also der Schlüssel an manche Bibelstellen dran zu gehen ist, manche Bibelstellen haben einen ganz bestimmten historischen Bezug. Es gibt klare Hinweise in anderen Briefen. Jetzt kommen wir der Sache schon näher mit den Frauen und dem Nicht-Lehren. Ich meine, es ist nicht eine Kaffeetasse lehren, sondern lehren im Sinne von unterrichten. Aha, kleiner Scherz. Ähm, es gibt klare Hinweise in anderen Paulusbriefen, dass es junge Witwen gab, die von der Gemeinde finanziell unterstützt wurden. Es gab eben kein Sozialamt, also hat sich die Gemeinde darum gekümmert, vorbildlich. Da gab es also junge Witwen, die unterstützt wurden, sie waren noch nicht lange gläubig, wurden finanziell unterstützt, hatten viel Zeit, hatten noch nicht so viel Bibelkenntnis und dachten, der Gemeinde was Gutes zu tun, wenn sie rumreisen und das erklären, was sie von der Bibel verstanden und nicht verstanden haben. Am Ende kamen ziemlich haarsträubende Sachen bei rum, die der Paulus sagt, nee, bitte nicht, bitte nicht. Also nett gemeint, ist aber nicht gut, was sie da erzählt. Wir finden einen Beleg dazu in Kapitel 5 des Timotheusbriefes. Jüngere Witwen weise ab als Lehrer. Sie sind faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu schmähen. Also, wir finden hier einen sehr deutlichen Hinweis, dass Paulus sagt: Diese Frauen, lass bitte nicht lernen, das ist nicht gut. Du musst da nachher aufräumen. Die reden ein Zeug, ist gut gemeint, aber sie haben nicht das Bibelverständnis und sie verdrehen Dinge und Der Schlüssel Troas und der Mantel hier angewandt heißt, es ist eine Einzelanweisung. Es geht nicht darum, dass Frauen zu allen Zeiten, alle Frauen zu allen Zeiten nicht lehren dürfen, sondern bitte nicht diese jungen Witwen. Einer Frau, gestatt, einer Frau gestatte ich nicht, einer solchen Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Es spricht vieles dafür. Das ist eine Einzelanweisung an diese bestimmten Frauen. In dieser bestimmten Gemeinde ist, nämlich Witwen, die eine Irrlehre verbreiten. Übrigens, wie auch Paulus an anderen Stellen vor Männern warnt, die Irrlehre verbreiten. Also es geht nicht um Mann oder Frau, sondern es geht um Irrlehre und um Personen, die das tragen. Kinder bekommen rettet. Da sind wir ja Männer ja benachteiligt. Kinder bekommen, rettet. In dem Zusammenhang, glaube ich, macht auch der Vers noch mehr Sinn. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Nun, die Frage ist ja, wenn alle Frauen dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringen, nicht bekommen, bringen, ne? Kinder zur Welt bringen, dann stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich mit Singles? Oder. Was ist mit Frauen, die gerne Kinder bekommen würden, aber keine Kinder bekommen? Werden die dann nicht gerettet? Kommen die dann in die Hölle? Paulus mahnt, diese Witwen sollen nicht länger von der Gemeinde finanziell unterstützt werden, wenn es irgendwie geht. Ihr Leben lang, die sind ja noch jung, sollen die das ganze Leben lang von der Gemeinde finanziell unterstützt werden. Da muss es doch was Besseres geben. Und da sagt er, wenn es irgendwie geht, es wäre doch cool, wenn diese jungen Witwen heiraten würden dann sind sie finanziell versorgt. Und wenn sie Kinder bekommen, lernen sie Verantwortung zu übernehmen, ganz praktisch. Und kommen mal von ihren Irrlehren auf Wolken schweben, auf den Boden der Tatsachen zurück. Also Kinder erziehen, erdet sehr. Jetzt kann man auch sagen, wie äh, Eltern haben, auch sehr erdet. Ne? Also ganz fair bleiben. Kinder bekommen, hilft Verantwortung, Lernen zu übernehmen. Und wenn sie dann über Jahre sich auch Zeit nehmen, ihr Bibelwissen zu vertiefen, dann können sie später durchaus gegebenenfalls auch in einen Lehrdienst gehen. Was heißt denn dann gerettet werden durch Kinderkriegen? Auch hier, Bibel erklärt sich durch Bibel. 1. Timotheus 4, Vers 16 kann dabei helfen. Da sagt Paulus zu Timotheus, hab acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst... Retten. Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ja, Moment. Wird Timotheus erst dann gerettet und kommt dann erst in den Himmel, wenn er das tut, weil er das vorher nicht und hat eigentlich als Pastor schon gearbeitet, obwohl er kein Christ der hat, macht ja keinen Sinn. Nein, dich selbst retten muss etwas anderes bedeuten oder zumindest als zweite Nuance noch etwas anderes bedeuten, nämlich deine Seele vor Schaden bewahren. Wenn du das tust, Timotheus, auf dich selbst achten, auf die Lehre, dann bewahrst du deine Seele und die Seele anderer vor Schaden. Beziehen wir das auf die Kinderkriegenstelle. Diese Witwen werden ihre Seele vor Schaden bewahren dadurch, dass sie neu heiraten und Kinder zur Welt bringen. Sie werden ihre Seele vor Schaden bewahren. Indem sie nicht Ehelehrer verbreiten, sondern indem sie eine Familie gründen, sehen, wie Kinder aufwachsen und daran lernen, Verantwortung zu übernehmen für Kinder und werden dann gestärkt sein, auch Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Das macht doch Sinn. Ich fasse zusammen. Ich glaube. Vor Gott sind Mann und Frau gleich, auf Augenhöhe. Wir sind nicht gleich, wir sind unterschiedlich. Keine Frage, aber wir sind auf Augenhöhe. Gottes Plan A ist Beziehung auf Augenhöhe, in Frieden, sowohl in der Ehe als auch in der Gemeinde. Der Sündenfall im Garten Eden hat zum Kampf der Geschlechter geführt. Ich habe recht, nein, ich habe recht. Du bist schuld, nein, ich bin, nein, du bist schuld. Und wer hat hier das Sagen? Das kommt aus dem Sündenfall und wirkt bis in unsere Zeit oder will hineinwirken bis in unsere Zeit. Im ersten Jahrhundert war die Gesellschaft männerdominiert. Frauen haben eine untergeordnete Rolle gespielt. Und man hat in den ersten Gemeinden, so deute ich das, versucht, vorsichtig eine Aufwertung der Frau anzustoßen. Vorsichtig um nicht zu polarisieren, um nicht den Krieg der Geschlechter noch weiter anzuheizen, von der anderen Seite anzufachen. Vorsichtig, um relevant in der Gesellschaft zu bleiben. Die Bibel gibt Anweisungen, die sind universal, die gelten allen Menschen zu allen Seiten, zu allen Zeiten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der Treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das gilt für alle Menschen zu allen Zeiten. Aber es gibt auch Anweisungen, die sind in eine ganz bestimmte Situation hineingeschrieben, wie zum Beispiel das mit dem Mantel in Troas. Oder, so glaube ich, auch mit bestimmten Witwen, die eine Irrlehre verbreiten. Und in diesen Kontext hinein, so glaube ich, schreibt Paulus, dass es nicht gut ist, wenn die Frauen lehren und unterrichten, in diese konkrete Situation hinein. Und da können wir auch draus lernen. Aber es ist nicht, davon bin ich überzeugt. Das ist meine Auslegung und lade dich ein, das selbst auch zu bewerten. Meine Auslegung ist, es ist nicht eine Anweisung an alle Frauen zu allen Zeiten. Ich schließe mit einem Zitat von Ralph Loops, der das Buch geschrieben hat, Frieden durch den Geist Gottes und die Frau in der Gemeinde und unterrichtet am CTS Bibelschule in Brüssel. Er schreibt, Gott ist ein liebender Beziehungsgott. Er schuf den Menschen für eine Schalom-Beziehung, eine Friedensbeziehung mit ihm und zwischen den Geschlechtern. Eine hierarchische Unterscheidung, also wer ist wichtiger, wer ist weniger wichtig, eine hierarchische Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist Teil der patriarchalischen Gesellschaften, also der Gesellschaften, in denen der Mann das Sagen hat. Aber sie ermöglicht keine perfekte Friedensbeziehung zwischen Mann und Frau. Weder als Ehepaar noch als Bekannte, weder in der Gemeinde noch außerhalb. Ich schließe mit einem Gebet. Was bist du ein Gott, der Menschen liebt? Was bist du ein Gott, der der Gott aller Götter, der König aller Könige ist und der auf Augenhöhe herabkommt zu mir? Was für eine Gnade. Danke, dass du deine Liebe zeigst, indem du dich in Jesus... Hingegeben hast für mich auf Augenhöhe, unter Augenhöhe zu mir aufschauend, was bist du, ein Gott? Ich bin so begeistert von dir. Ich danke dir. Ich juble dir zu. Du bist es wert, dass ich dich liebe, Herr. Amen.